Wir befinden uns hier vor der ehemaligen Synagoge von Lahnder Theier. Lahnder Theier hatte immer schon eine besondere Bedeutung aufgrund seiner Grenzlage zwischen Österreich und Südmähren. Hier in Lahr lebten bis 1938 etwa 40 jüdische Familien. Sie kamen hierher zusammen, um ihre Feiertage zu halten oder auch den Schabbat zu feiern. Die Synagoge gehört zu den wenigen, die die sogenannte Reichskristallnacht überstanden haben. Das verdankte sie dem Umstand, dass zu Ebener Erd ein Gasthaus, das nichts mit der Synagoge zu tun hatte, außer dass es im selben Gebäude war, gewesen ist, und im ersten Stock war die Synagoge. Man betrat sie durch einen getrennten Eingang und hierher kamen eben die Leute, um ihren Gottesdienst zu feiern. Einen Steinwurf entfernt ist die römisch-katholische Pfarrkirche von Lahr. Auch wenn diese beiden Gebäude so nahe beieinander stehen, so nahe waren sich nicht immer. Hier am jüdischen Friedhof von Mistelbach liegen viele der jüdischen Gemeinde von Lahr begraben. Und hierher kommen auch heute noch deren Nachkommen, um die Spuren ihrer Ahnen zu suchen. Auch wenn das nicht immer ganz leicht ist, auf diesen verfallenen Stiegen, auch wenn man zuerst oft das Holz aus dem Weg räumen muss. Frau Zucker lebt heute in Ramat Gan in der Nähe von Tel Aviv. Sie ist in Lahnder Theier geboren und sie kommt immer wieder auf diesen Friedhof zurück, um zum Beispiel hier das Grab ihres Onkels Leopold Schindler zu besuchen. Hier das Grab ihrer Großeltern. Ich werde nie den Tag vergessen, als ich mit Frau Zucker zum ersten Mal auf diesen Friedhof kam. Das Gras stand hoch. Sie begann mit bloßen Händen ihr Grab zu säubern. Seit diesem Tag ist uns dieser Friedhof eine Aufgabe geworden. Die Tafel der Gefallenen im Ersten Weltkrieg. Das waren wirkliche österreichische Patrioten. Wir haben die Grenze bei Drassenhofen nun überschritten und sind hier in Nikolsburg angekommen. Hierher führen die Wurzeln von Frau Zucker aus ihrer Kindheit. Hierher führen aber auch die Wurzeln sehr vieler aus jüdischen Gemeinden und auch natürlich aus der jüdischen Gemeinde von Lahr. Vor uns liegt die Zeremonienhalle des jüdischen Friedhofs. Es gab eine Zeit, wo
ein Drittel der Wiener Juden hier ihre Wurzeln hat. Auch heute noch kommen Menschen aus aller Welt hierher, um nach ihren Ahnen zu suchen. Diese Gedenktafel vor dem Friedhof, sie zeigt uns, wie bedeutend Nikolsburg für jüdische Gemeinden war. Immerhin gab es hier 12 Synagogen. Außerdem war diese Gemeinde berühmt durch ihre Rabbiner. Als erstes möchte ich den Rabbi Löw nennen, der in Prag am alten jüdischen Friedhof begraben liegt und der hier seine jungen Jahre verbracht hat als junger Rabbiner. Nicht zu vergessen Rabbi Mordechai Benet oder der Rabbi Schmelke Horowitz, auch der Schmelke von Nikolsburg genannt. In der größten Blütezeit waren es 317 jüdische Häuser auf einer Fläche von 13,5 Hektar. Wir betreten nun den Friedhof und zur Ehre der Toten und zur Ehre Gottes bedeckt man sich hier am Eingang den Kopf mit einer Kippa. Die Zeremonienhalle ist heute verschlossen. Und so gehen wir jetzt die verwachsenen Stufen hinauf zu diesem Friedhof, der zu den bedeutendsten Mitteleuropas gehört. Interessant auch diese Stützmauern, die aus alten Grabsteinen errichtet wurden. Der Friedhof liegt an einem starken Abhang, der immer wieder abgestützt werden musste. So hat man bereits im Mittelalter aus zerbrochenen oder unleserlich gewordenen Grabsteinen diese Stützmauern errichtet. Wichtig ist es auch, auf die Grabsymbolik zu achten. Hier etwa der Hirsch, Zwi im Hebräischen. Man nannte ein Kind so, wenn man sich erwartet hat, dass es ein frommer Mensch wird. Wie ein Hirsch soll es flink den Willen Gottes erfüllen. Dieser Grabstein hier zeugt immer noch von Vandalismus, der bis in die heutigen Tage hineinreicht. Es waren Rechtsextreme, hat mir der Friedhofswächter erzählt, die diesen Stein zerschlagen haben. Und hier führen uns die Spuren zurück nach Laa. Die Steine der Familie Krakauer. Ein Krakauer Grab finden wir auch auf dem Friedhof in Mistelbach. Die Vorfahren der Frau Zucker, die Vorfahren auch der Frau Kondor, die heute in Neot Mordechai, einem Kibbutz im Norden des Galil, wohnt. Vor einigen Jahren waren ihre Kinder hier, um die Spuren ihrer Vorfahren zu suchen. Sie haben sie auch hier in Nikolsburg gefunden.
die Bundesregeln. Wichtigstes Fundament des Volkes Israel. Auch auf diesem Friedhof finden wir eine Gedenkstätte für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Das Gefühl dieser Eltern drückt wohl dieser Spruch aus: Als Held bist du der Welt für uns als Kind gestorben. Hans Kohn, gefallen als K&K-Infanterist. Dieser Grabstein zeigt eine besondere Geschichte. Es fällt auf, dass die Schrift dieses Steines nicht vollendet wurde. Auch sieht man, dass der Steinmetz nicht Hebräisch konnte, denn er begann an der falschen Seite zu meißeln. Warum das wohl so war? Nun, das Sterbedatum verrät uns wohl dieses Geheimnis. Herr Binder ist im Jahre 1938 gestorben, am 5. August. Und als dieser Stein gemeißelt wurde, da war es dann auf einmal plötzlich nicht mehr wichtig, ihn fertigzustellen. Es waren die Nazis einmarschiert. Und da war keine Zeit mehr für jüdische Grabsteine.